Geheimnisvolle Auswüchse. Gallen faszinieren uns Menschen seit Jahrtausenden. Heilkräftig sollen sie sein, wie der Schlafapfel, eine Rosengalle. Seine krausen Borsten galten als potentes Schlafmittel. Eichengallen wiederum waren die Grundlage der ersten Tinte. Und wieder andere Gallen dienten zum Gerben von Leder. Wie Fremdkörper sehen sie aus. Und doch bilden die Pflanzen sie aus ihrem eigenen Gewebe. In ihrem Inneren lebt eine eigene Welt, entstanden durch das Zusammenspiel von Pflanze und etwas anderem, das der Pflanze seinen Willen aufzwingt. Legt man Gallen in ein Gefäß, schlüpft, wenn man Glück hat, irgendwann derjenige, der für sie verantwortlich ist. Hier eine winzige Wespe, eine Gallwespe. Ihre Larve und vorher schon die Eiablage der Wespenmutter hat die Pflanze gezwungen, eine Kinderstube zu bauen. Mit vielen Kammern, weichem Futter und schützender Außenwand. Die Pflanze selbst hatte nichts davon, aber in den meisten Fällen auch keinen großen Schaden. Nicht nur Wespen erzeugen Gallen, auch viele andere Lebensformen. Sie alle können Pflanzen dazu überreden, erstaunliche Gebilde zu bauen. Komplizierte Strukturen, die die normale Pflanze nie wachsen lassen würde. Aber plötzlich tut sie es, mit der Info, die sie vom Gallenbildner, wie der Wespe, bekommt. Bei der Fichte sind es die Blattläuse, die sich ein Haus bauen lassen. Gut geschützt vor Meisen und anderen Feinden, saugen sie in ihren kleinen Kammern im Inneren der Galle. Hier lebt es sich sicherer als draußen auf dem Ast. Blattläuse haben auch die blasigen Gallen an den Johannisbeerblättern gebildet. Zu viele können die Pflanze schwächen. Genauso wie der Birnengitterrostpilz, wenn er die jungen Bäume zu stark befällt. Besonders eigenartig sehen die Sprossgallen an Pappeln aus. Hier waren Milben die Täter, winzige weiße Tierchen mit großer Wirkung. Milben verursachen oft knallige Gallen. Ihre Schöpfungen wachsen in bunter Vielfalt auf vielen Blättern in unserem Garten. Auch die dicken Knubbel an den Haselnusssprossen sind Milbenwerk. Und sie sind auch für die Beulen auf den Walnussblättern verantwortlich. Die Vielfalt an Gallen ist enorm. Mittlerweile gibt es eine richtige Fangemeinde für diese verrückten Formen. Ob haarig oder holzig, borstig oder spitz, sie alle sehen unterschiedlich aus und irgendwie exotisch. Nur manchmal wird man in die Irre geführt. Diese Beule ist gar keine Galle, sondern ein Eikokon der Feenlämpchenspinne. Auch etwas Besonderes und Geheimnisvolles in unserem Garten.